So, letzter Part für heute, Let's Play Darksiders, geht in eine neue Runde und wir suchen nach dem letzten Teil des Schwertes, des Abgrundschwertes oder so. So, hier müssen wir runter. Hallo, tauch doch bitte ab, wenn ich sag abtauchen, was ist denn mit dir? Jo, hier bin ich falsch. Wo muss ich, wo bin ich? Ah! So unübersichtlich das Gebiet. Dann müssen wir bestimmt hier nach links. Richtung Ausgang. Ja, das sieht gut aus. Zur eingestürzten Treppe. Treppe haben wir, eingestürzt ist die zwar nicht. Steht bereit. Ich bin begeistert. Hallöchen, du Fettsack. Brenne. Brenne für deine Taten. Ja, wir können ihn exekutieren. Wir konnten ihn exekutieren. Nein! Fuck you. Ja, ich hab dich. Yes, yes. So. Voll weggetreten und dann kriegst du richtig auf die Schnauze. Bams. So. Das ist cool, dass wir so ein Ding kriegen. Ich wollte gerade irgendwie zoomen. Ich habe gerade gedacht, ich könnte damit zoomen, aber ich hatte mich geirrt. So, ach, du bist noch gar nicht tot. Ja gut, kann man ändern. Jetzt ist die Frage, wo ist überhaupt das Teil? Ah, ganz am Ende. Das freut mich aber. Ich glaube, wir sind hier sogar schon richtig. Wir müssen hier rein, oder? Ja, ich glaube, wir müssen hier rein. Das dauert mir zu lange mit dem Teil. Aber vielleicht kommt oben irgendwas Fettes, was wir wegballern müssen. Ich nehme es mit. Komm, ich nehme es. Ja, Hilfe. Alter. Was ist mit euch, Spielhersteller? Sowas ist nicht witzig. Und auf einmal, ich meine, die hätten mir keinen, also praktisch keinen Schaden gemacht. Ich hätte mich ja mehr geheilt, als es die Schaden gemacht hätten. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass so eine Zombie-Armee auf einmal auf mich zugerannt kommt. Mensch, 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 Mensch. So ein aufgeladener Schuss hätte da bestimmt auch Spaß gemacht. Dahinter war noch ein Zombie? Wow. So. So. Jetzt können wir aber mit dem Teil eh nicht weit. Das habe ich natürlich vergessen. Ja. Auf jeden. Da habe ich ziemlich auf die Schnauze bekommen gerade. Bist du weg? Hallo? Okay, wir gehen mal davon aus, dass er weg ist. Wusch. Und wusch. Und damit sind wir auf der Autobahn. Back on the road. Heilige Scheiße! Wir werden nicht nachgeben. Ja, ich auch nicht. Das trifft sich gut. So. Mhm, mhm, mhm. Bro, lass mich in Frieden. Lass mich einfach in Frieden. Wo war das Teil? Ich hab's vergessen. Okay, in die... Momentchen, was? Da hinten. Also eher in diese Richtung. Ah. Wenn sie es hier doch gerade so anbietet, dann nehme ich das doch glatt mit und hau den Typen hier gehörig auf die Schnauze aus der Ferne. Tschüss. Ich weiß gerade nicht, wo du hingefallen bist. Sah nicht so gut für dich aus. So. Tschüss. Sehr schön. Hier müssen wir jetzt aber das Teil wieder hier lassen und uns darüber porten. Also nein, ich sage immer porten. Ey. Ich würde mich auch mega gern porten. Aber natürlich fliegen wir mit dem Schattenflug darüber. Ja, wir erschlagen ihn. Ist genehmigt. Ja, ist genehmigt, Alter. Oh, Bams. Ja, habe ich gar keinen mit getroffen. Das ist sehr gut. Ich auch nicht.
Bams, tschüss. Junge, wenn ihr da so im Off rumschwebt, treffe ich euch nicht. Dein Ende ist nah. Demlex, ey. Alter. Hier ist noch Hoffnung. Das, hier sind noch Seelen. Das habe ich gar nicht gesehen. Beim letzten Mal. Gut, dass wir nochmal hier sind. Wir werden nicht nachgeben. Nicht? Das ist aber schade. Dein Ende ist nah. Fick dich. Ich krieg, also, ich muss sagen, es sind immer die geistreichsten Antworten, die von mir zu hören kriegen. Fick dich, lass mich, nein, du kannst mich mal. Ist nicht bös gemeint, aber, ah. Oh, diese ganzen Engel, das ist so zum Kotzen. Tschüss. Ja, er ist am Boden, endlich. Dann wird wenigstens nicht mehr aus der Ferne auf mich geschossen. Zu früh gefreut. Ist da noch einer? Oder ist das derselbe? Ach, komm schon. Nein, du hast mich aus dem Flug geschlagen, du Drecksviech. Wir werden nicht nachgeben. Oh. Wir werden nicht nachgeben. Ach, komm schon. Nein, du schießt und schlägst jetzt nicht nach mir. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hoch? Hier komme ich ja hoch. Bin ich dann schon da? Ja, ich bin schon da. Und damit finden wir das letzte Teil der Rüstung. Jawohl. Das ist keine Rüstung. Mann. Das letzte Teil dieser verfluchten Klinge. Und jetzt sollten wir zu Ultan gehen, um die Sache zu Ende zu bringen. Okay. Okay, machen wir. Wo zum Geier ist denn Ultan überhaupt? Hallo Ultan. Wo versteckst du dich? Ah, Hilfe. Ifo. So. Hallo, wo bin ich? Und wo will ich hin? Ist viel interessanter. Hier bin ich. Okay, sehr schön. Dein Ende ist nah. Dein Ende ist nah, Bro. Auch wenn das verdammt Wir knapp war. Werden nicht nachgeben. Komm her. Auf dass er verbrennen möge. Möge. So, Ultan, wo versteckst du dich? Wo hast du rumgehangen? Das war... nein, das war nicht hier. Dein Ende ist nah. Ha, ich hab dich kaputt gehauen mit einem Schlag. Critical Hit. Na, wahrscheinlich nicht, aber... So, wop. Okay, 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 okay. Gucken wir doch mal, ob der liebe Vulgrim uns da helfen kann, Ultan zu finden. Momentchen mal. Ja, mein Ziel? Wo zeige ich das hin? In den Tunnel. Okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt durch jedes Gebiet durchlatschen müssen, um Ultan zu finden, weil das wäre ja doch ein bisschen dämlich. Aber wenn er uns hier das Ziel sogar schon anzeigt... Och, ich will nicht, dass du dir ein Auto schnappst. Ich will, dass du die Tür aufmachst. Krieg. Manchmal, ne? Manchmal. Vor allem, weil in jedem Gebiet Gegner auf uns warten. Und das dauert dann wahnsinnig lange. Ja, aber er schickt uns in jedes Gebiet. Sehr schön. Das lohnt sich. Momentchen mal. Und du bist mein. Tschüss. Ein Meisterartefakt.
wunderschön. So, alles klar. Port mich mal da hoch. Teleportiere mich mal da hoch, wie auch immer. Hi. Kommt ihr hinterher? Nein, sehr gut. So, ja, diese ganzen Gebiete hier sind alle wunderschön und wir waren hier überall schon mal. Das ist hier in der Nähe der Quälerin, wenn ich mich nicht irre, wo wir... Ach, und jetzt sind wir wieder auf dem Würgeacker. Kann das sein? Das kann sein. Nein, wir sind schon wieder falsch. Hier sind wir das letzte Mal schon falsch gelaufen. Ich glaube, das war sogar noch im letzten Part. Hier wollte ich nicht hin. Wir machen es jetzt so, wie das Spiel uns das empfiehlt und reiten hier einfach lang. So, das sieht auch schön aus mit den Edelsteinchen hier. Oh, wow. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich dunkel, dass wir hier schon mal waren. Portale? Können wir Portale setzen? Okay. Geheimnis incoming vielleicht? Was? Was? Ist mit dir? Schätzi. Wo könnte dieses Portal denn gesetzt werden? Und wo ist überhaupt unser Handschuh? Blutbad. Da unten ist unser Handschuh. So. Wir setzen einfach mal ein Portal. Okay, und hüpfen hier an der Wand lang, an der Seite. Zack, zack. Eine Reise, die ist lustig. Eine Reise, die ist schön. Wir bewegen uns wirklich durch das ganze Gebiet durch. Hier sind wir ewig nicht gewesen. Ich finde es eigentlich ganz cool, hier nochmal alles zu sehen, weil ich habe schon wieder ganz vergessen, dass wir hier waren. So, jetzt müssten wir dann aber gleich da, genau, am glühenden Galgenturm rauskommen. Ganz genau. Das habe ich, muss ich ehrlich sein, doch so im Kopf gehabt, dass wir hier in das Gebiet von der Tiamat gekommen sind. Hallo. Hallo. Mögest du bitte sterben. Danke. So. Alles klar. Ist die Frage, ob Ultan hier rumgammelt? Ich bezweifle es ja irgendwie. Mhm. Er kommt, ich weiß. La 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 la. Lasst mich alle in Ruhe. So, und wir sollen hier hin. Zack. Ins Gebiet der Quälerin. Ja, das war auch die Stelle, wo wir Ultan das erste Mal getroffen haben. Ich erinnere mich. Oh, die Szene war auch lustig, ja. Wo müssen wir hin? Erste Ausfahrt oder zweite Ausfahrt? Erste Ausfahrt. Alles klar, wird gemacht. Boah, das war knapp. Nö, 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 nö. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Lasst mich in Ruhe. So, genau. Hier war Ultan am überschwemmten Pass. Hier waren wir vorhin schon mal. Also nicht vorhin, sondern im vorletzten Part oder so. Und da müssen wir jetzt auch bis zum Ende durch. Na super. Oh nein, nicht darunter fallen, Ruin. Nicht darunter reiten. Euch haben wir alle schon mal besiegt hier. Deswegen lasse ich euch auch alle aus. Denkt mir so, nö, kein Bock. Nö, kein Bock.
Okay. Hey, kommt. Ihr seid hartnäckig, ne? Mams! Warum habe ich euch nicht getroffen? Bams! Jetzt habe ich zumindest einen von beiden getroffen. Bams! Und denselben habe ich nochmal getroffen. Und den anderen kriege ich eher kaputt. Das macht Sinn. Aua. Okay. So, jetzt bist du auch kaputt. Und wir können weitergehen. Sehr schön. Ich könnte auch mal wieder Zornfähigkeiten einsetzen. Die habe ich nämlich wieder aufgeladen. Aufgeladen. So, genau. Wo müssen wir hin? Den Fluss entlang und dann bis zum Ende. Immer weiter. Ach, diese Musik. Oh nö. Oh nö. Nö, habe ich keine Lust drauf auf die Viecher. So. Hallöchen. Na, was geht bei dir? Okay. Und immer weiter. Ach du Scheiße. Wie weit weg ist denn Ultan? Ich möchte ehrlich gesagt Ultan auch noch finden, weil dann haben wir das Ganze zu einem relativ schönen Ende gebracht hier in dem Part. Jetzt den Part zu beenden wäre ja irgendwie auch doof. Ja, hier hätten wir mit Vulgrim hinreisen können. Das muss einem ja gesagt werden, dass man das soll, ne? So, ist Ultan hier? Hier ist Ultan. Doch, doch, ja, hier ist er auf jeden Fall. Ambosfurt, ja, genau. Hier wird er sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil am Ambosfurt haben wir ihn das erste Mal getroffen und ja. Hallo, Ultan? Du da? Das sieht auch sehr cool hier aus. Auf jeden Fall. Und da vorne ist er, unser Schmied. Schön, dich wiederzusehen, Reiter. Der schwarze Hammer. Schön, dich wiederzusehen. Was geht bei dir? Meine größte Arbeit. Bis jetzt. So, sieht so aus, als hätten wir... Ja, das ist doch mal ein Schwert. Die Armageddon-Klinge. Das ist die einzige Klinge, von der bekannt ist, dass sie den Zerstörer zerstören kann. Höhö, was ein doofer Satz. Besiegen kann. So, da ist die Armageddon-Klinge. Schluss mit Chaosfresser. Und die können wir anscheinend auch mit nichts ausstatten. Oder? Nö. So, die Armageddon-Klinge voll aufgetunt in unserem Besitz und die sieht sehr episch aus und wir sollen zu Azrael zurückkehren. Aber bevor wir das machen,
würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Darksiders wieder. Danke fürs Zusehen und tschö, tschö.